Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem Webinar Fördermittel effizient und sicher managen – Praxisbeispiele aus den Bundesländern. Die Digitalisierung des öffentlichen Sektors wird beschleunigt. Bis Ende 2022 sollen viele Verwaltungsleistungen online verfügbar sein. Unser Moderator Guido Gerd, Leiter der Bonner Redaktion, spricht mit seinen heutigen Gästen über die Herausforderungen im Fördermittelmanagement und über die Implementierung technologischer Lösungen im öffentlichen Sektor. Sie sind wie immer herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Schreiben Sie hierzu einfach in den Chat. Damit gebe ich ab an dich, Guido. Herzlichen Dank, Büschra, und einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, in den kommenden 90 Minuten mit Ihnen das Thema Fördermittelmanagement ein bisschen näher zu beleuchten. Und das tue ich, das hatte Büschra schon gesagt, sicherlich nicht alleine, sondern ich freue mich dazu, zwei Expertinnen und zwei Experten in der Runde begrüßen zu dürfen, die ich Ihnen eingangs auch gerne kurz vorstellen möchte. Ich begrüße ganz herzlich Danielle Drechsel. Sie ist Solution Managerin bei Deloitte, unserem heutigen Partner. Sie ist spezialisiert auf den öffentlichen Sektor, insbesondere die Förderpolitik der EU, des Bundes, der Länder sowie des gesamten Förderprozesses im Rahmen der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Sie ist seit Oktober vergangenen Jahres bei Deloitte, bringt aber schon fast zwei Jahrzehnte Berufserfahrung mit, hat bei der Sparkasse schon intensiv gearbeitet, war dort Beraterin, war bei der Sächsischen Aufbaubank tätig und war, bevor sie zu Deloitte kam, Leiterin des Europabüros der Sächsischen Kommunen. Von der Ausbildung her hat sie einen Master of Science in Finance, das verstehen wir noch. Und dann hat sie einen Master of Science in Vocationomics, das musste ich googeln, da bin ich ganz ehrlich. Dahinter verbirgt sich Berufs- und Wirtschaftspädagogik, das heißt heute aber Vocationomics, meine Damen und Herren. Das können Sie schon mal als erste Information aus dieser Runde mitnehmen. Also ich habe wirklich was dazugelernt, als ich Ihren Lebenslauf gelesen habe. Frau Drechsel, herzlich willkommen in der Runde. Ich begrüße Malika Desai, sie ist ebenfalls Managerin bei Deloitte. Sie ist seit 4,5 Jahren im Unternehmen, hat auch so schöne Arbeitsorte wie Melbourne in Australien darunter. Ansonsten hier in Deutschland ist sie in Hamburg tätig. Sie hat insbesondere Erfahrung im Projektmanagement, wenn es um Digital Marketing geht und bei der Salesforce-Implementierung. Und da komme ich dann auch direkt zum nächsten. Ich habe noch vergessen, von der Ausbildung her Bachelor of Business Administration an der Hotel School in Den Haag. Ja, Salesforce hatte ich schon genannt und von Salesforce begrüße ich ganz herzlich Herrn Daniel Steiner. Er ist Regional Vice President für den Public Sector, dort insbesondere mit Institutionen der Bundesländer und der Kommunen betraut vom Verantwortungsbereich. Bevor er zu Salesforce kam, hat er 14 Jahre beim Unternehmen NetApp gearbeitet, den meisten von Ihnen vermutlich auch bekannt. 12 Jahre davon war er dort auch schon im Public Sector unterwegs, in verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem aber auch so im föderalen Aufbau unseres Staates, aber auch im Bereich Healthcare oder Research und Development, also Forschung und Entwicklung. Vom Background her hat er ein BWL-Studium an der FH in Kempten absolviert. Last but not least möchte ich den Co-Gastgeber, so möchte ich es mal formulieren, des heutigen Tages, unseres heutigen Events begrüßen, Felix Dinnesen. Er ist Partner für den Bereich Public Sector Consulting bei Deloitte Consulting. Mit seinem Team liegen die Beratungsschwerpunkte insbesondere bei der Entwicklung von Digitalisierungsstrategien, Begleitung von Innovations- und Förderprogrammen sowie der Umsetzung von Digitalisierungsprogrammen in den Bereichen E-Government und Smart Cities, also bunter Reigen, und eben auch der Förderbereich gehört dazu, der uns ja heute insbesondere interessieren soll. Er ist bereits seit 2005 als Berater im Public Sector unterwegs und auch da will ich Ihnen die Ausbildung nicht verschweigen. Er hat an der TU München einen Executive Master in Business Administration gemacht und, das finde ich ganz interessant, an der SOAS University of London, dahinter steckt School of Oriental and African Studies, einen Abschluss in Political Science, also in Politikwissenschaften. Und damit Sie das dann auch noch gehört haben, Abschluss in Politikwissenschaften habe ich auch. Dann wissen Sie jetzt auch alle, wo wir herkommen. Ja, Fördermittel effizient und sicher managen, das ist heute unser Thema und das wollen wir unterfüttern mit Praxisbeispielen aus den Bundesländern. Bevor ich jetzt an Herrn Dinnesen abgebe, lassen Sie mich noch ganz kurz mit Ihnen einmal durch die Agenda fliegen, damit Sie so ein bisschen den Eindruck haben, was Sie in den nächsten 90 Minuten erwartet. Also, ich übergebe gleich an Herrn Dinnesen, der wird dann Ihnen noch ein paar Worte auch zum Thema sicherlich sagen und dann das Wort übergeben an Frau Drechsel, die uns mit den Herausforderungen des Fördermittels
Fördermittelmanagement vertraut machen wird. Schließlich wird Herr Steiner das Ganze dann noch aus der Perspektive von Salesforce bewerten, beziehungsweise Ihnen dann unterbreiten, welchen Beitrag Salesforce in dem Umfeld dann leisten kann. Und schließen wollen wir diesen Vortragspart mit Praxisbeispielen, die uns Frau Desai dann insbesondere aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen demonstrieren wird. Wir haben in Summe dann circa eine Stunde absolviert und das heißt, nach Adam Riese haben wir noch so rund 30 Minuten Zeit, um mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. Und da möchte ich genau das unterstreichen, was meine Kollegin in der Anmoderation auch schon gesagt hat. Stellen Sie gerne Fragen. Sie haben dazu die Chatfunktion Ihres Tools, über das Sie uns verfolgen. Fragen, Stellungnahmen, jeglichen Input nehmen wir gerne auf. Eine Bitte, machen Sie es nicht zu lang mit den Fragen und Stellungnahmen, weil wir hier das halt auch nebenbei noch irgendwie intellektuell verarbeiten müssen. Und je kompakter da Ihr Einwurf ist, desto einfacher ist es für uns. Ne? Also ich will Ihnen da jetzt um Gottes Willen keine Zensur auflegen, aber vielleicht so ein bisschen gucken, dass wir es ein bisschen kompakt halten. Dann diskutieren wir aber sehr, sehr gerne mit Ihnen und stellen Sie ruhig schon während des Vortrags oder während der Vorträge die Fragen. Wenn es situativ sinnvoll ist, greife ich die dann auch schon auf. Ansonsten stellen wir die ans Ende und diskutieren dann gerne mit Ihnen bis 12 Uhr. Ja, lange Vorrede. Jetzt bin ich auch erstmal still und lasse die Experten sprechen. Und dazu übergebe ich gerne an Felix Dinnensen. Wunderschönen guten Morgen nach Köln aus dem Bonner Studio. Guten Morgen, Herr Gerhard. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen auch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf dieses Webinar, wo wir mit Ihnen über das spannende Thema Fördermittelmanagement sprechen. Fördermittel sind ja aus zwei Perspektiven relevant. Wir haben auf der einen Seite die Antragsteller. Für die geht es vor allem darum, zunächst Transparenz herzustellen. Welche Fördermittel gibt es eigentlich für meinen Zuständigkeitsbereich? Wie kann ich die vielleicht auch kombinieren? Dann natürlich die Antragstellung erfolgreich zu gestalten. Und schließlich die Projektdurchführung, die Durchführung der geförderten Projekte dann auch entsprechend der Anforderungen aus dem Fördermitteltopf dann gestalten. Auf der anderen Seite haben wir die verwaltenden Behörden. Für die geht es vor allem darum, die Anträge und Fördermittel effizient zu managen, effizient zu bearbeiten. Da geht es um Plausibilitätsprüfungen, aber vor allem auch um das Berichtswesen. Da gibt es ja einige Anforderungen, auch die in den jeweiligen Fördermittelrichtlinien vorgesehen werden. Wir werden gleich von Daniel Drechsel mehr darüber erfahren. Das heißt, wir haben diese beiden Perspektiven und insgesamt habe ich den Eindruck, auch aus unserer Projekterfahrung heraus, dass das große Potenzial, was uns Technologien bieten, dass das noch nicht ausgeschöpft wird auf beiden Seiten. Und deshalb freue ich mich sehr, gemeinsam mit unserem Partner Salesforce Ihnen heute einen spannenden Anwendungsfall vorzustellen, wo wir in sehr kurzer Zeit, es waren weniger als 3 Monate, für das Land Nordrhein-Westfalen ein Förderportal aufgebaut haben, wo in Summe fast 1 Milliarde Euro Fördermittel beantragt wurden, durchgängig digitalisiert. Malika Desai wird uns das gleich darstellen. Also da ist großes Potenzial und wie gesagt, mein Eindruck ist, das ist noch nicht voll ausgeschöpft. Ich bin gespannt auf die Diskussion mit Ihnen, was Sie heute dazu sagen und ja, freue mich sehr auf dieses Webinar. Bevor wir in die technologischen Aspekte einsteigen, wird, wie Herr Gerhard ja auch schon gesagt hat, Frau Drechsel uns nochmal was zu den fachlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen sagen. Daniel. Ganz lieben Dank, Felix. Dann übernehme ich direkt an der Stelle. Nun, wer kennt es nicht? Förderverfahren sind bürokratisch, intransparent und dauern zu lang. Das ist häufig auch das, was wir seitens unserer Kunden vernehmen. Und gleichzeitig besteht ja nun auch das berechtigte Interesse, dass gerade öffentliche Institutionen mit den ihnen anvertrauten Steuermitteln verantwortungsvoll umgehen. Heißt im Fördermittelbereich, dass eben keine Blankoschecks ausgeteilt werden, dass Mitnahmeeffekte und auch Missbrauch vermieden wird und dass Ziele und deren Zielerreichung nachgehalten werden. Es benötigt also geeignete Ansätze, um sich als Antragstellender, Prüfender, Bewilligender, Auszahlender, Fördermittelrichtliniengeber, Fondsverwalter und so weiter, Sie kennen es, im sogenannten Fördermitteldschungel zurechtzufinden. Und zunächst mal ein paar Zahlen, dass Sie verstehen, was Fördermitteldschungel für uns bedeuten kann. In Deutschland existieren zwischen 1.500
und 1.900 Förderprogramme, welche wiederum mit weiteren verschiedenen Förderrichtlinien, sogenannten Umsetzungsanleitungen, untersetzt sind. Daraus lassen sich noch Förderprodukte ableiten, die sich ergänzen können oder auch überlappen können. Wir unterteilen die Fördermittel, das wissen Sie zum Beispiel nach Ihrer Herkunft, Ihrer Art sowie auch nach Antragsberechtigten. EU-Bund-Land, wobei Fördermittel sehr häufig auch kombiniert werden können, sodass in einem Förderprogramm zum Teil auch EU-, Bundes- und oder Landesgelder häufig aufgrund Kofinanzierungserfordernissen gebunden sein können. Aus einer ganzen Reihe an Zuschüssen, wohl das beliebteste Format, über Darlehen bis hin zu Bürgschaften und so weiter, können die verschiedenen Zielgruppen wählen. Und je nachdem, welche Maßnahme Sie dann durchführen wollen oder welche Eigenanteile Sie bereit bzw. auch befähigt sind zu zahlen. Wie Sie einleitend vernommen haben, komme ich aus Sachsen und durfte mich hier näher auch mit den hier geltenden Fördermittelthemen beschäftigen. Und da lernt und sieht man ja auch so einiges. Machen wir das mal noch ein bisschen plastischer am Beispiel für Sachsen. Wir haben hier rund 140 Förderprogramme, womit das Land Sachsen rund 3 Milliarden Euro an Förderausgaben durchschnittlich jährlich bewegt. Hierbei entscheiden dann noch 40 Behörden über die Bewilligung von Geldern. Ganz genau. Man muss also auch wissen, an wen man sich wendet. Und als ob die Beantragung, die Berichterstattung zu deren Verwendung oder auch die Verwaltung von Fördermitteln nicht schon anspruchsvoll genug wäre, kommen nun ab 2022 neue bzw. teils veränderte EU-Förderinstrumente auf uns zu, welche in der Fortfolge Bundes- und Landesprogramme beeinflussen werden. Und das betrifft nun also auch Sie, insbesondere als Verwaltende, Bewilligende, Prüfende der Fördermittel oder aber auch Sie als Antragstellende. Nun ganz grundsätzlich gilt hier, dass zwar viele altbekannte Förderprogramme erhalten bleiben, manchmal unter neuem Namen oder mit veränderten Schwerpunkten und mit drei mehr oder weniger neuen Komponenten: grün, digital und resilient. Triple Transition, so nennt es zum Beispiel die EU-Kommission. Und um das Bild aber nicht zu herausfordernd zu zeichnen, es gibt ja Lösungen und auch verschiedene Ansätze. Bleiben wir erstmal bei der Triple Transition. Es bietet sich mehr und mehr an, Mitarbeitende zum Beispiel in den Kommunen oder in den Behörden dahingehend zu unterstützen, dass sie digital befähigt werden. Gleichermaßen sollten auch Gemeinden, Städte, Landkreise, Bezirke, Landesbehörden, und wir können so weitermachen, selbst über Lösungen verfügen, dass sie auch rechtlichen Anforderungen Rechnung tragen können. Warum sage ich das? Gehen wir erstmal in den Fördermittelbereich selbst. Wir sehen Änderungen in den verschiedenen Regelwerken, zum Beispiel in der gemeinsamen Verordnung der EU, Sie kennen sie, zu EFRE, ESF Plus und dergleichen. Dass künftig die Erreichung des Förderzwecks, heißt also EU-bundeslandesseitig festgelegtes Ziel der Förderung, mit einer teils neuen Output- und Ergebnisindikatoren-Systematik evaluiert werden soll. Heißt, es müssen Daten aufgenommen werden, dies valide und teils tagesaktuell, und sie müssen gemeldet werden. Und hier sprechen wir schon lange nicht mehr über Excel-Tabellen. Fördermaßnahmen, zum Beispiel auch im Infrastrukturbereich, Energiebereich, Sie wissen es, sind so komplex, auch durch rechtliche Belange, dass diese schwerlichst über Office-Pakete oder Handakten abgedeckt werden können. Heißt also, grün, digital und resilient, das fachliche und das finanzielle Fördermittelcontrolling müssen auf einem validen Datenmanagement aufbauen. So ist es also ganz künftig geschickt, wenn Sie als Antragstellende zum Beispiel auf die Erhebung von Daten zu Ihrem Vorhaben direkt im Antrag eingehen. Und im Übrigen empfehlen wir auch, dass bei der Ausformulierung zu einer Fördermaßnahme oder aber bei deren Prüfung ganz grundsätzlich verschiedene Aspekte, manche sagen ein bisschen despektierlich gemeint, Buzzwörter, berücksichtigen. Nachhaltig, grün, resilient, digital, innovativ, das hat sich nicht geändert, divers bei sozialen Projekten, gleichberechtigend, um nur mal ein paar zu nennen. Und nun habe ich ja ein paar Male Recht angesprochen. Damit meine ich nicht Beihilferecht, nicht Vergaberecht, nicht diesmal, sondern Recht im Zusammenhang mit Daten. Sicher ist Ihnen das deutsche Datennutzungsgesetz, gerne auch PSI-Richtlinie der EU, ein Begriff.
Seit Mitte dieses Jahres gilt, dass das DNG auch auf öffentliche Institutionen, damit auch kommunale Unternehmen anwendbar ist und somit auch zum Beispiel Umwelt- und Mobilitätsdaten kostenfrei über definierte Programmierschnittstellen zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das OCD kennen Sie ja auch. Aber hier führen wir nicht weiter aus, zu welchem Zweck das dienlich sein soll. Wenn Sie also sowieso schon im Bereich des Datenmanagements tätig werden müssen, rechtlich, förderbezogen, warum nutzen Sie das nicht gleich vorausschauend für sich selbst? Und dann gehen wir direkt mal in die zweite Folie rein. Wir sehen also in diesen neuen Erfordernissen auch Chancen, insbesondere auch im Bereich des Fördermittelmanagements. Zeichnen wir doch mal eine wunderbare paradiesische Welt. Punkt 1. Wir erreichen Transparenz durch die Digitalisierung von Förderprogrammen. Es lässt sich also sehr viel schneller finden, welche Fördermittel für welchen Antragsteller in welcher Region in Frage kommen. Und dann wäre es noch toll, wenn Fördermittelplattformen zudem noch vereinheitlicht werden. Die Fördermittelbeantragung selbst kann dann auch vereinfacht werden. Online eben. Die Berichterstattung und Prüfung, wie Herr Dinnesen schon ausführte, zur Fördermittelverwendung wird dann auch leichter. Hier haben Sie automatisierte Lösungen mit einheitlichen Plattformen. Gibt es zum Beispiel auch einheitlichte und vereinfachte Verwendungsnachweise. Auszahlungen werden schneller veranlasst, da schnell geprüft werden kann. Wenn Verwendungsnachweise direkt online in ein System, vielleicht gar durch Anhänge, zum Beispiel auch von E-Rechnungsformaten gespeist werden können. Und im Übrigen, super spannend, sind auch die Diskussionen von kommunal verwalteten Fördertöpfen. Diese Forderung besteht ja auch schon lange. Oder von Pauschalen zu Personal- und Planungskosten. Das ließe sich sehr viel besser administrieren, natürlich auch landesseitig, wenn gleichzeitig transparente Einblicke in der Fördermittelverwaltung vor Ort bestünde. So kommen Kommunen dann auch mit dem Land zusammen. Ein Kompromiss. Tja, und mit einer ausgebauten Fördermittelplattform könnten zum Beispiel auch kommunale Antragsteller, wo auch deren Unternehmen, ihre sowieso bereits aufgenommenen Daten direkt dahin überführen. Maschinell, automatisiert, effizient. Und da bleiben diese wenigstens auch in öffentlicher Hand, die Daten. Sie wissen, wovon ich spreche. Und zusätzlich wird zur Zielerreichung des Förderzwecks und zur Auswertung von Fördermaßnahmen auf Landes- und Bundesebene beigetragen. Sie wissen ja, dass Sie diesen regelmäßigen Abständen melden müssen. Und daraus kann dann wiederum abgeleitet werden, wo man für welche Bereiche wie viel Gelder womöglich mehr benötigt. So könnte man hier noch weitermachen. Gleichwohl nennt sich ja mein Beitrag Herausforderungen im Fördermittelmanagement, denn bis wir all diese Vorteile nutzen können, bedarf es einfach noch an Grundlagenarbeit. Automatisierung, Digitalisierung, Befähigung, Vereinfachung, IT-Architektur. Und das eben über alle Stufen des Fördermittelprozesses hinweg. Kleiner Vorgriff, meine Kollegen zeigen Ihnen dann schon mal ein paar dieser Lösungen auf. Von Fördermittelsuche über Beratung, fachlichen, finanziellen Controlling bis hin zur Prüfung. Da ist einfach ganz viel möglich. Viele Länder, auch der Bund, haben aktuell noch ganz viel Kapazität in OZG, in Corona, Umstrukturierung der Ministerien auf Bundesebene zu setzen. Also geben Sie uns bis zu dieser paradiesisch gezeichneten, wunderbaren Kartografierung des Fördermitteldschungels auf allen Verwaltungsebenen realistisch noch ungefähr so lange, wie es eine EU-Richtlinie benötigt, beschlossen zu werden. Und nun abschließend noch ein ganz praktischer Tipp. Wenn Sie zum Beispiel angestellt sind in einer regionalen oder lokalen Behörde oder möchten als Einwohner einer Gemeinde oder auch Ihrer Stadt dieser etwas Gutes tun. Auch 2022 plant die EU-Kommission Gutscheine in Höhe von 15.000 Euro für die Beschaffung und Installation von kostenfreien Wi-Fi-Zugängen im öffentlichen Raum zu vergeben. Die Antragstellung ist super simpel, benötigt nicht mehr als eine Stunde und dann ist alles erledigt. Auch zum Beispiel zu 5G ist das geplant, aber warten wir das mal noch ab. Heißt, im Frühjahr, Sommer 2022 sollten Sie unbedingt mal ein Auge auf die Ankündigung der EU-Kommission dazu haben. Und nun freue ich mich zu den ganz praktischen Lösungen, eben auch zur Automatisierung als ein ganz zentrales Thema im Fördermittelbereich zu meinen Fachkollegen überleiten zu dürfen. Und ein Beispiel, wo wir das schon ganz erfolgreich tun, ist, wie genannt, Salesforce. Merci.
Ja, vielen Dank, Frau Drechsel, für die Darstellung des Dschungels und wie wir aus dem Dschungel, naja, ist jetzt vielleicht ein schiefes Bild, wie wir aus dem Dschungel einen Zoo machen, also wie wir das Ganze über Plattformen, Digitalisierung und damit verbundene Maßnahmen so einhegen, dass es einfach handelbarer, transparenter, Sie haben es alles beschrieben, leistungsfähiger damit am Ende des Tages auch wird. Ja, vielen Dank für diesen Aufschlag, dass Sie uns das Thema nochmal so in der Breite ausgerollt haben. Ja, und Herr Steiner, Sie sind schon aufgerufen, da jetzt ein wenig noch in Medias Res zu gehen und zu zeigen, was Salesforce denn dazu beitragen kann, den beschriebenen Dschungel etwas besser einzuhegen. Absolut, vielen Dank. Gut, dann übernehme ich mal direkt hier. Ja, danke für die nette Überleitung, Herr Gerd. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem Webinar Digitale Staat, Fördermittel effizient und sicher managen. Ich wurde schon vorgestellt, ich wiederhole es aber trotzdem ganz gerne nochmal, um eine persönliche Note auch reinzubekommen. Mein Name ist Daniel Steiner und bin bei Salesforce entsprechend für den Public Sector, sprich für die öffentlichen Auftraggeber verantwortlich. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Zeit und auch für Ihr Interesse und auch Ihr Engagement hier auch mit teilzunehmen. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig und auch da danke, dass Sie mich persönlich jetzt die nächsten 15 Minuten begleiten auf unseren Ausflug, was wirklich wir unter digitalen Staat verstehen, was wir auch unter Digitalisierung verstehen und wie wir auch das Thema Fördermittelmanagement am Ende des Tages angehen werden. Bevor ich doch in die Lösung oder insgesamt in die Herausforderungen einsteige, erlauben Sie mir auf der nächsten Folie einen kurzen Abriss über Salesforce an sich zu geben, weil ich bin mir fast sicher, wenn wir uns alle persönlich gegenüber sitzen würden und ich die nach Handzeichen rufen würde, wer Salesforce alles kennt, dann wären wahrscheinlich nicht ganz so viele Namen oben. So, bin ich hoffentlich wieder online? War ein kurzer schwarzer Bildschirm. Alles klar, danke. Genau, wer ist Salesforce grundsätzlich? Jeder, der Salesforce kennt, wird es in den Private Sector, also sprich in die Industrie, erstmal packen. Das ist auch richtig. Salesforce wurde 1999 in USA auch gegründet. Unsere Vision war damals, Services bzw. Software als ein Service aus der Cloud anzubieten. Das war zu der Zeit tatsächlich revolutionär. Diese Vision verfolgen wir aber heute noch. Das heißt, alles, was wir an Lösungen haben, an Portfolio haben, ist tatsächlich ein Service, den wir aus der Cloud anbieten. Mittlerweile sind wir sehr erfolgreich darin. Das bedeutet, dass wir weltweit 72.000 Mitarbeiter ungefähr sind. Aber was uns jetzt heute interessiert, was bedeutet das tatsächlich auch für den deutschen Markt? Und da sind mir eigentlich zwei bis drei Aspekte immer extrem wichtig, ohne da jetzt wirklich auch zu tief dann in die Details einzugehen. Wenn wir von öffentlichen Auftraggebern sprechen, dann ist immer der erste Punkt, wenn man Cloud-Services in den Mund nimmt, Thema Datensicherheit, Daten Authority, wo verbleiben die Daten, was passiert da letztendlich mit den Daten? Und dieses Thema nehmen wir natürlich sehr, sehr ernst. Und ich kann Ihnen hier auch schon versichern bzw. mitgeben, dass wir alle notwendigen Zertifizierungen bei uns im Portfolio haben, die dafür auch notwendig sind. Und ob das jetzt eine DSGVO-Zertifizierung ist oder auch die C5. Und C5 ist aus unserer Sicht die ja, maximale Möglichkeit, auch wirklich Daten geschützt und rechtssicher abzuspeichern bzw. in einem Cloud-Service auch zu betreiben. Und da sind wir natürlich auch mit dem BSI und den entsprechenden Länderorganisationen regelmäßig im Austausch, wo wir auch regelmäßigen Audits etc. pp. unterliegen. Der zweite ganz wichtige Aspekt ist, wir haben unser Rechenzentrum auch in Frankfurt. Das heißt, wir sind in deutscher Gerichtsbarkeit. Die Daten gehen nicht vom Kontinent runter. Wenn Sie Spiegelungen etc. pp. wollen, dann wird das ebenfalls im EU-Raum passieren. Und auch das ist uns eine ganz wichtige Komponente. Und wir werden das Thema weiter ausbauen und wir werden weiter den Standard damit auch fördern. Wir haben es eingangs schon gehört von den Kollegen von Deloitte. Wir reden heute über Fachverfahren, wir reden über Fördermittelmanagement. Das sind Prozesse, die dahinter liegen. Also wir brauchen nicht nur IT-geschützte ja, Systeme dafür, wir brauchen auch das Know-how dafür, wie diese Prozesse bestmöglich dann auch optimiert werden. Weil wenn ich Stand heute einen analogen Prozess einfach digitalisiert, dann muss er nicht zwingend besser werden, nur weil er digitalisiert ist, sondern da gehen wir zusammen mit unseren Partnern die Leute dann auch wirklich in den Schritt rein und gucken uns den Prozess nochmal ganz genau an. Was macht Sinn, wie macht Sinn? Und diesen optimierten Prozess dann auch wirklich auf unsere Plattform am Ende des Tages dann zu hieven. Und auch das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente,
Wir bieten die Plattform dafür. Wir sind aber auch hier wirklich mit den Leuten sozusagen Hand in Hand unterwegs, um auch die Prozesse, um die Fachverfahren oder OZG, das Wort hat man auch schon mal gehört, das Ganze zu optimieren und nach dem besten Wissen und Gewissen in Abstimmung mit den öffentlichen Einrichtungen auch umzusetzen, wenn man so möchte. Thema Ausblick, dass uns der deutsche Markt oder der europäische wirklich wichtig ist, abschließend. Wir sind natürlich auch in Projekte wie Gaia X mit engagiert und involviert, um auch da wirklich die Anforderungen für den europäischen, deutschsprachigen beziehungsweise den deutschen Markt zu verstehen und auch wirklich das Thema Datensicherheit nehmen wir da sehr, sehr ernst. Und das ist unser erklärtes Ziel auch von unserem Co-Founder und heute immer noch CEO, dass wir das auch in Zukunft als Grundlage für unsere Vision noch mit auf unserer Agenda nach wie vor haben. Gut, das sind alle Kürze zu Salesforce. Jetzt haben wir sehr viel über Fördermittelmanagement gesprochen, beziehungsweise das eigentliche Thema. Und ich will Ihnen auf die nächste Folie jetzt einfach mal den Blick von einem Bürger geben. Und ich bin am Ende des Tages natürlich auch Bürger. Und ich für meinen Teil hätte immer gerne den Anspruch zu sagen, ich kann alle meine Services online machen. Ist das egal, ob ich jetzt meinen Reisepass beantragen möchte, das ist egal, ob ich mich vielleicht ummelden möchte, ob ich mein Kind in den Kindergarten anmelden möchte oder auch in die Grundschule, was auch immer. Grundsätzlich wäre es sehr wünschenswert von meiner Seite zu sagen, ich kann das alles online erledigen, über Internet, Telefon, vielleicht ein Terminal oder auch mit meinem Smartphone. Die Realität stand heute tatsächlich noch etwas anders aus. Das heißt, ich muss für sehr viele Services einfach vor Ort sein. Das heißt, ich muss einen Termin vereinbaren, ich muss dorthin gehen und ich hoffe natürlich auch, dass ich immer die richtigen Unterlagen mit dabei habe. Wenn nicht, dann muss ich den ganzen Prozess für mich selber nochmal von vorne starten. Also es ist mit relativ viel Zeit verbunden, es ist mit relativ viel Aufwand verbunden und ich als Bürger würde mir da tatsächlich mehr Digitalisierung wünschen und mehr Services einfach online, und Digitalisierung ist ja auch die Headline da am Ende des Tages, wo wir uns alle dann entsprechend auch verschrieben haben. Das ist der Blickwinkel vom Bürger. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, was passiert eigentlich mit den Mitarbeitern, und da kann man im Prinzip auf der nächsten Slide drauf. Es ist ja nicht nur so, dass der Bürger eine gewisse Erwartungshaltung hat, sondern natürlich auch die Mitarbeiter in ihren Einrichtungen. Jetzt komme ich als Bürger zu Ihnen ins Amt und möchte meinen Reisepass beantragen oder Unterlagen einrichten. Oder jetzt in dem konkreten Fall in Förderantrag stellen, ob das jetzt Solar ist oder sonstiges, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Ich hoffe einfach, dass alle Unterlagen vollständig sind und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen im Amt hoffen, dass das alle Unterlagen vollständig sind. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch in den Ämtern dafür zu sorgen, dass alle richtigen Daten, Dokumente, Unterlagen, Formulare, Informationen jeglicher Hand, egal wo die herkommen, zum richtigen Zeitpunkt auch wirklich in die richtige Stelle zu bringen. Also genau in diesem Prozesspunkt, wo diese ganzen Informationen einfach benötigt werden. Das ist für uns eine sehr wichtige Komponente, um da die Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern auch wirklich erfüllen zu können. Das heißt, optimal den Prozess zu unterstützen mit allem, was dazu mit einhergeht, wie gesagt, an sämtlichen Dokumentationen. Und auch Informationen, ob das jetzt die klassischen Bürgerdaten sind oder PDFs oder was auch immer. Das ist dann für mich immer eine Frage von der Prozessorganisation und Prozessdurchführung. Aber das ist für mich oder für uns als Salesforce eine ganz wichtige Komponente zu sagen, wir unterstützen jeden Mitarbeiter im Amt bestmöglich mit allen Informationen, die zu diesem Prozessschritt einfach benötigt werden, um da einfach die Qualität zu erhöhen, den Durchsatz zu erhöhen und damit mit gleichen Ressourcen einfach auch mehr Services bewältigen zu können, um mehr Qualität gegenüber dem Bürger an den Tag zu legen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, in Zeiten von Homeoffice umso wichtiger, weil da habe ich nicht die Möglichkeit, einfach mal zum Kollegen in die Amtsstube nebenan zu gehen und sagen, gib mir mal das PDF XY. Also ganz, ganz wichtige Komponente. Jetzt habe ich über das Thema Bürger und Mitarbeiter gesprochen. In der nächsten Folie würde ich ganz gerne dann auf das Portfolio einfach mal gucken. Das bedeutet, was können wir grundsätzlich als Salesforce zusammen mit den Leuten auch wirklich Ihnen anbieten? Sie sehen hier in dem Fall eine Bürgerin steht im Mittelpunkt. Das heißt, unser komplettes Lösungsportfolio, das wir Stand heute Ihnen aus der Cloud anbieten können, ist mit einer Vielzahl an Produkten hinterlegt.
Aber alle Produkte bilden eine Einheit, sprich eine einheitliche Plattform, wo wir den Bürger und die Bürgerin in den Mittelpunkt setzen wollen. Und darauf bauen im Prinzip unsere kompletten Lösungen auf, um gerne heute klein zu starten und in Zukunft dann auch stärker zu wachsen. Wir als Salesforce sehen das immer auch als Partnerschaft. Und in der Partnerschaft mit unseren Kunden ist es extrem wichtig, auch immer das bereitzustellen, was jetzt gerade benötigt wird, aber immer auch mit dem Ausblick größer zu denken und mehr Services zu adressieren. Wir sprechen heute über das Thema Fördermittelmanagement. Das ist für mich ein Prozess von vielen möglichen, aber es ist mit Sicherheit auch eine sehr wichtige Komponente und auch ein sehr wichtiger Prozess. Und am Ende des Tages wollen wir Ihnen eine Plattform anbieten, eine Low-Code-Plattform, auf der Sie aufbauen können, prozessgesteuert und optimiert und all diese Möglichkeiten, die Sie am Ende des Tages damit auch einhergehen. Von den Kollegen von Deloitte haben wir da schon ein bisschen was gehört. Wir verstehen das Ganze als Haus der Digitalisierung. Und eine Digitalisierung kann nur erfolgreich sein, wenn wir wirklich einzelne Prozesse end-to-end betrachten. Das heißt wirklich, wo beginnt's, was passiert auf der Reise, welche Daten werden verarbeitet, wie werden die verarbeitet, wo kommen die Daten her, wo werden die Daten mit eingegeben und was passiert auch wirklich am Ende des Prozesses, wird das archiviert oder wird das in anderer Art und Weise den Bürgern oder der öffentlichen Hand nochmal zur Verfügung gestellt. Also wirklich sehr prozessorientiert. Wir nennen es Prozesse. Bei Ihnen sind es die typischen Fachverfahren oder auch OZG genannt. Sie sind wieder zurück. Entschuldigung dafür, ich tue hier nichts, das ist einfach kurz schwarz hier. Alles gut. Genau, Thema Digitalisierung, die Prozesse wirklich dementsprechend berücksichtigen, zu digitalisieren und das in einer elektronischen Art und Weise dann auch zur Verfügung zu stellen. Das ist unsere Plattform, damit wollen wir beginnen und skalieren, auch für andere Use Cases, egal ob es dann Bürgerportale sind, ob das Nachhaltigkeitsmanagement ist, ob das Marketing, Tourismus ist, Gebäudemanagement oder eben auch klassische Fachverfahren. So viel zum Thema Portfolio. Jetzt will aber auch ich nochmal ganz konkret auf das Thema Fördermittelvergabe in der nächsten Folie dann einsteigen. Ich will das jetzt gar nicht mehr so sehr stressen, weil ein paar Punkte haben wir schon definitiv dann auch von den Kollegen gehört. Wenn Sie mal bitte eins weitergehen, dann haben wir immer noch die Situation der Antragsteller und der Fördergeber. Die Folie bitte eins weiter. Vielen Dank. Haben wir immer noch die Situation, dass wir uns gerne als Grundlage sehen für die Kommunikation. Ich hatte es eingangs schon gesagt, wir sehen Prozesse wirklich von End-to-End-Betrachtung und wir wollen allen gerecht werden, das heißt sowohl dem Antragsteller als auch dem Fördergeber wirklich die richtigen und die relevanten Informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Ob das die Antragsformulare zu Beginn sind und natürlich auch die Dokumentation dahinter, egal aus welchem System die kommt, aus welchen Datensilos es kommt. Und ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, ist, wenn es um Bürger und öffentliche Hand geht, auch wirklich eine aktive Kommunikationsplattform zu senden oder zu unterstützen, um wirklich zu sagen, es fehlt noch was, es ist es muss vielleicht noch mal ein bisschen was nachgearbeitet werden. Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Faktor aus unserer Sicht und das eben nicht Formulare und Papier, sondern wirklich elektronisch gestützt, sodass der Prozess auch wirklich transparent ist, dass er auch nachvollziehbar ist und für jeden auch wirklich einsehbar ist und beide Häuser auch immer wissen, wo steht eigentlich der Prozess gerade, wer ist gerade in der Bearbeitung, auch dass man da einfach die Transparenz am Ende des Tages gewährleisten kann. Und abschließend auf meiner letzten Folie, was sind die Herausforderungen zum Thema Antragsteller oder Sachbearbeiter? Das sehen wir dann auf der nächsten Slide. Für mich auch nochmal im Prinzip zusammengefasst, wer kann was beantragen, wie kann beantragt werden und wie ist auch der ganze Prozess dahinter. Und das sehen wir, wenn Sie eins weitergehen, nochmal auch im Detail, worauf ich dann eingehen möchte, ist, der Antragsteller kann damit deutlich mehr an Qualität gewinnen. Er weiß jederzeit, was wie beantragt werden muss, welche Unterlagen muss ich bereitstellen, wie ist der Ablauf. Aber für mich auch ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Aspekt ist natürlich auch bei den Sachbearbeitern, um einfach festzustellen, wie viele Anträge sind überhaupt eingegangen, habe ich überhaupt noch genügend Budget. Und das auf Knopfdruck einfach rauszufiltern, das ist Teil unserer Plattform, das ist Teil unserer Philosophie, um jederzeit
auch intern Fragen und Antwort gerecht zu werden, um auch zu sagen, ich muss eventuell das Budget nochmal erhöhen, weil einfach so viele Anträge da sind, und auch zu checken, wie lang sind die Bearbeitungszeiten, kann ich da vielleicht auch was optimieren, und vor allem, wie ist auch die Qualität der Anträge, um auch das bestmöglich nach oben zu drehen und nach oben zu bringen. Und Prozessmanagement und Prozessoptimierung hat für mich auch immer damit was zu tun, nicht nur mehr in kürzerer Zeit zu schaffen, sondern vor allem wirklich auch die Qualität nach oben zu bringen. Und wie gesagt, Fördermittel ist da ein Bestandteil davon. Das kann man im Prinzip für sämtliche Fachverfahren zugrunde legen. Und das ist, wofür wir stehen und wofür wir auch sehr gerne mit die Leute zu Ihnen nach Hause kommen, um wirklich die Prozesse im Detail uns angucken möchten und mit Ihnen Diskussion gehen, was bei Ihnen Sinn macht und was Ihre persönlichen Herausforderungen sind. Das sind alle Kürze von meiner Seite, wie wir die Welt sehen, beziehungsweise wie wir die Themen angehen. Natürlich etwas von der IT-gestützten Seite, und die Leute bringen dementsprechend das Prozess-Know-how mit, und zusammen sind wir da, glaube ich, eine hervorragende Synergie und den bestmöglichen Prozess oder die bestmögliche Umsetzung auch in Ihrem Hause gewährleisten zu können. Und von daher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen nachher im Anschluss bin gespannt auf die weitere Diskussion und gebe damit erstmal zurück ins Funkstudio. Vielen Dank. Sehr schön. Dann übernehme ich mal aus dem Funkstudio. Vielen Dank, Herr Steiner, für Ihre Perspektive auf die Verwaltungsdigitalisierung als solche und das Fördermittelmanagement im Speziellen. Ja, und noch spezieller wollen wir jetzt werden. Ich sagte es in der Vorstellung, Frau Desai ist insbesondere mit der Implementierung von Salesforce-Lösungen betraut bei Deloitte. Und eben eine solche Implementierung fürs Fördermittelmanagement wollen wir uns jetzt anschauen, und deswegen ohne große Umschweife aus dem Funkstudio dann zum Außenposten Desai. Bitte, Frau Desai, übernehmen Sie. Sehr gerne, vielen Dank. Wunderbar, genau. Ich habe die freudige Aufgabe, Sie einmal wirklich auf die Plattform zu lassen. Ich habe heute zwei Videos mitgebracht, die wir uns dann später gleich anschauen werden. Aber möchte einmal auch durch unser Projekt und wie es dazu zustande gekommen ist, sprechen. Und das sehen wir hier auf der ersten Folie. Also generell geht es heute um das KHZG-Förderprogramm, das von NRW eben und von allen Bundesländern umgesetzt werden musste. NRW als größtes Bundesland mit über 350 Krankenhäusern hatte da eine relativ große Aufgabe vor sich und hat erstmal eigentlich drauf geschaut, nachdem dann die Antragsformulare von dem Bund an die Länder weitergeleitet wurden. Das waren relativ lange PDFs und hat nach einer PDF-Automatisierung gesucht und ist damit zu Deloitte gekommen. Und wir haben uns den Prozess angeschaut und haben gesagt, okay, eigentlich können wir das besser in einer allumfassenden Lösung präsentieren und nicht nur einfach so ein bisschen das PDF ein bisschen angenehmer machen, sondern das wirklich als digitale Lösung zu implementieren. Und wir haben uns daraufhin dann erstmal in einem kleinen Pilotprojekt, also neben dem richtigen Projekt für Salesforce, für die Salesforce-Plattform entschieden. Und ich war da auch dann dementsprechend damals, das war jetzt im März, April, wir sind dann reingegangen und haben gesagt, okay, lass uns doch mal schauen, wie schnell wir denn diese Plattform wirklich auf die Beine stellen können, und haben es dann geschafft, tatsächlich alle Anträge und alle Prüfungen mit der Plattform abzudecken. Und warum haben wir uns für Salesforce als Low-Code-Plattform entschieden? Also zum einen eben, weil es super schnell gehen musste. Wir mussten die Plattform, zumindest das Portal für die Kunden, innerhalb von 2 Monaten bauen. Wir mussten danach eben auf Änderungswünsche von den Sachbearbeitern, da mussten wir drauf eingehen, wir mussten schnelle Berichtbarkeit gewährleisten und so weiter. Und außerdem mussten wir halt eben schauen, dass alle Fristen eingehalten werden. Ja, also es gab da nichts dran zu rütteln an den Fristen. Also wir mussten wirklich sehen, dass das schnell und flexibel
umgesetzt werden konnte. Und das eben bietet diese Low-Code-Plattform mit Salesforce. Dadurch, dass das wie so ein Baukastensystem funktioniert, kann man sich da eben zusammenziehen, was man gerade braucht aus den einzelnen Töpfen und kann sehr schnell Änderungen umsetzen, ohne jetzt wirklich hard coden zu müssen teilweise. Es ist eine super sichere und nachhaltige Plattform. Ich habe, wir haben es ganz am Anfang in meiner Vorstellung schon mal gehört, ich habe auch anderthalb Jahre in Australien im öffentlichen Bereich gearbeitet an Digitalisierungsprojekten, wo die Australier schon ein paar Schritte den deutschen öffentlichen Sektor voraus ist. Das heißt, die haben Salesforce und generell Low-Code-Plattformen und Cloud-Software mittlerweile schon seit Jahren digital im Einsatz. Man kann eigentlich alles online erledigen, muss in den seltensten Fällen wirklich da vor Ort sein. Und dafür wird Salesforce eben seit Jahren auch genutzt als zukunftssichere Plattform. Und man kann es super einfach anbinden an andere Systeme, an Drittsysteme, an Signaturlösungen, an das Bundesportal, was wir in diesem Falle auch machen mussten. Und das sind so die Plattform-Benefits, die wir gesehen haben. Außerdem jederzeit Echtzeitberichte von den Datensätzen im System zu ziehen, war ein riesengroßer Benefit für unseren Kunden. Jetzt mal im Gegensatz zu dieser Automatisierung von der PDF-Lösung, die sie ursprünglich haben wollten. Und außerdem die Möglichkeit, die Vorprüfung und Ausfüllhilfen den Antragstellern zu geben. Das heißt, die Supportleistung von den Sachbearbeitern haben wir drastisch runtergezogen und auch die fristgerechte Einreichung der Anträge den Antragstellern gegeben. Und zum Schluss einmal noch die einfache Automatisierung. Und das sehen Sie dann auch. Da haben wir relativ viel. Man kann automatisierte Reminders rausschicken. Wir haben den kompletten Genehmigungsprozess abgebildet, den wir gleich sehen werden. Und und dann dementsprechend auch die Weiterleitung an das Bundesportal von den Anträgen. Gehen wir einmal zur nächsten Slide. Und zur nächsten, da gehen wir jetzt in das Praxisbeispiel rein. Das ist hier eben das Krankenhauszukunftsgesetz, der Prozess, den wir gleich mal durchgehen werden. Das war die Originalprozessbeschreibung, die wir bekommen haben. Das heißt, die Krankenhausträger in diesem Fall müssen einen Antrag ausfüllen. Das ist ein vorgefertigtes PDF eigentlich gewesen. Diese Bedarfsmeldung muss dann überprüft werden, einmal von Sachbearbeitern, die in Münster sitzen. Dann vom Land, also vom Ministerium selbst. Diese Anträge müssen dann auch nochmal an diverse Krankenkassen geschickt werden zur Überprüfung. Und dann wird der Antrag umgestellt in einen Hauptantrag. Also die verschiedenen Sachbearbeiterministerien müssen da eben ihren Input geben. Dann wird ein Hauptantrag erstellt und der wird an den Bund geschickt, um dann nochmal vom Bund geprüft zu werden. Also relativ komplex. Und wenn wir jetzt auf die nächste Slide gehen, sehen wir einmal die Umsetzung, wie wir das im Portal gelöst haben und was wir jetzt uns auch gleich anschauen werden. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Krankenhausträger, die eben einmal die Anträge ausfüllen. Und da gehen wir dann auch gleich, und das sehen wir dann gleich im Praxisbeispiel, die Ausfüllhilfen, die automatisierte Kalkulation, dass sie mit einem Klick den Antrag einreichen müssen und nicht groß irgendwie noch den Telefonhörer in die Hand nehmen müssen, dass sie wissen, welche Anlagen gebraucht werden, welche nicht. Dann gehen wir auf die Prüfung auch nochmal ein. Deswegen habe ich auch noch ein zweites Video mitgebracht. Die haben wir nämlich im Laufe des Projektes auch nochmal vertieft, diese Prüfung. Aber die Sachbearbeiter haben zusammenhängende sortierte Daten. Es ist eine einfache qualitative Überprüfung möglich und wir haben einen digitalen Prüfprozess und Prüfbericht, der eben jederzeit überprüfbar ist. Das Ministerium hatte jederzeit Zugang auf seine Daten. Das heißt, wir hatten visualisierte Berichte für das MAX, um zu sehen, brauchen wir noch eine zweite Förderperiode oder eine zweite Förderantragsperiode? Haben wir alles ausgeschöpft oder wie viele Anträge sind denn schon eingegangen? Das war jederzeit Echtzeit zu überprüfen. Und an den Bund haben wir natürlich die Anträge rechtzeitig eingereicht und zwar nicht mit Hilfe, der Bund hat auch ein Portal gehabt. Hat ein Portal, wo man die Anträge eben hochladen kann und statt aber 1500 Anträge händisch hochzuladen,
ist das eben über die Schnittstelle passiert. Automatisch mit einem Klick konnten die Sachbearbeiter dann diese Anträge einmal zum Bund rüberschicken. Genau. Dann gehen wir jetzt nochmal auf die nächste Slide, bevor wir dann in das Praxisbeispiel gehen. Das werden wir uns nachher auch nochmal angucken. Das ist jetzt die Slide, die spezifisch auf die Prüfung eingeht und auch Nachweise. Das heißt, der Antrag wird eingestellt, Nachweise werden erbracht. Dann geht es in die Antragsprüfung und hier unterscheiden wir und haben später dann auch unterschieden zwischen der allgemeinen Prüfung, der finanztechnischen Prüfung, der wissenschaftlichen Prüfung. Also diese Prüfverfahren sind ja auch teilweise recht komplex und bilden verschiedene Gruppen ab, bis es dann wirklich zur Genehmigung kommt. Und dann dieser Mittelabruf und Zwischenbericht, da geht es dann wirklich in die Administrierung von den Projekten selbst, wenn dann eben nach der Genehmigung eben Berichte und Nachreichungen und Nachweise erbracht werden müssen. Und diese müssen ja dann auch dementsprechend einmal durch Prüfungen durchgehen. Und das haben wir eben dementsprechend auch abgebildet. So, und ich würde jetzt gleich mal meinen Bildschirm teilen. Schauen wir mal, ob das ganz gut funktioniert. Jetzt sollten Sie eigentlich die Anmeldeseite sehen. Tun wir, das passt. Passt wunderbar, genau. Das heißt, in diesem Fall von NRW wussten wir, dass wir bestimmte Leute, also kannten wir die Kundengruppe, wir kannten die 350 Krankenhausträger, die sich hier anmelden mussten. Dieses geht dann natürlich auch durch ein Registrierungsverfahren, falls man die Antragsteller eben nicht kennt. Und in diesem Fall melden wir uns jetzt einmal in dem Portal an und gehen einmal in das Kundenportal rein. Also wir sind jetzt wirklich auf Antragstellerseite. Hier sehen wir die erste Startseite. Die kann man natürlich auch noch ausführen. Wir haben hier sozusagen die wichtigste Info vorne oben noch mit eingetragen, bis wann diese Anträge eingereicht werden müssen. Im Nachhinein haben wir da noch sehr, sehr viel mehr Informationen den Antragstellern gegeben auf dieser Startseite. Unter anderem auch Kontaktinformationen, falls denn doch mal was ist. Aber das konnten wir wirklich ad hoc innerhalb von Minuten anpassen, während wir auch live waren mit der Webseite. Das war auf jeden Fall sehr, sehr flexibel. Und wir gehen jetzt da rein und erstellen einen neuen Antrag erstmal, weil wir noch keinen Antrag gestellt haben. Und ziehen jetzt hier schon mal automatisch alle Daten, die wir schon in unserem Datensystem haben. Das heißt, hier haben wir schon mal alle Krankenhausträgerdaten, die wir sowieso von diesem Kunden, den wir kennen, haben. Und diese ganzen Daten sind automatisch ausgefüllt und der Kunde muss es nur noch überprüfen und muss nicht nochmal die IHK-Nummer von seinem Krankenhausträger rausnehmen zum Beispiel. Im zweiten Schritt, bei NRW war es so, dass eben gewisse eine Vorhabensart ausgewählt werden musste und je nach Vorhabensart musste ein anderer ein anderes Zusatzformular ausgefüllt werden und das wurde dann eben hier einmal abgefragt, um welche Vorhabensarten es sich handelt. Das konnte eben einmal ausgewählt werden und dann wurde im Hintergrund einmal jetzt automatisiert dieser Antrag erstellt und jetzt gehen wir in diesen Antrag rein und haben hier dann direkt einmal einen Überblick über den Antrag und auch einen Überblick, was denn jetzt die nächsten Schritte sind. Das heißt, ich als Antragsteller habe einen ganz genauen Blick, okay, was muss ich jetzt alles tun? Was sind die einzelnen Schritte in diesem Antrag? Ich kann es jederzeit abspeichern und eben zurückgehen, wenn ich Informationen nicht habe und kann hier eben schön im System digital arbeiten. So. Und dann gehen wir jetzt einmal ein bisschen weiter runter, weg von der Übersicht. Hier, das sieht jetzt einem PDF sehr, sehr ähnlich. Das heißt, hier gehe ich rein und kann eben Felder ausfüllen, genau wie in einem PDF das möglich ist, strukturiert abfragen. Wird hier abgefragt, was gefordert ist in diesem Antrag. Und hier auf der rechten Seite sehe ich die Zusatzformulare.
Das heißt, hier habe ich jetzt schon dadurch, dass ich die Antragsart im Vorhinein oder die Vorhabensart im Vorhinein ausgewählt habe, kann ich jetzt hier ganz einfach sehen, ah, das sind die Zusatzformulare, die ich erstellen muss. Falls ich einen vergessen habe, kann ich ihn auch neu erstellen und kann dann hier in den Zusatz, in das Zusatzformular gehen. Und hier bekomme ich nochmal eine Notiz, dass ich zu jedem Zusatzformular eben auch nochmal einen Finanzierungsplan erstellen muss, sowie hier weitere Angaben, die jetzt auch ähnlich einem PDF sind, vielleicht ein bisschen besser strukturiert. Das ist jetzt der Vorteil von einem Video. Wir füllen jetzt mal diese Finanzierungspläne ein bisschen schneller aus. Da spulen wir etwas vor und sehen hier dann auch den Finanzierungsplan. Und das Schöne ist, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, automatisierte Kalkulierung. Das heißt, wenn man hier jetzt sieht in dem Finanzierungsplan Gesamt, sehe ich jetzt gleich die Gesamtausgaben des Vorhabens. Und das wird eben automatisch berechnet. Es kann nicht zu Copy-Paste-Fehlern kommen oder zu irgendwelchen Tippfehlern in dem Sinne. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Finanzierungspläne hinzugefügt. Jetzt gehen wir nochmal einmal in den Antrag, in den Zuschuss selber rein und füllen den aus. Und dann sehen wir hier den Vorteil auch eines Videos. Und wir hatten vorhin über Ausfüllhilfen geredet, das heißt hier diese kleinen I's, die Sie neben den Feldern sehen, das geht im PDF eben auch sehr schwer und ist hart zu coden. Das ist was, was wir jetzt hier für NRW gemacht haben, wo wirklich sehr viele Fragen schon im Vorhinein beantwortet wurden. Ja? Also das sind Ausführungen, was muss denn spezifisch in dieses Feld rein? Wir haben auch zum Beispiel während der Antragsphase gemerkt, wenn eine Frage sehr, sehr häufig zu einem Feld aufkam, dann doch haben wir das abgeändert und haben das im Live-System einmal hier abgeändert. Und das war dann Minuten später einmal zu sehen. Wir sehen hier die automatisch kalkulierte Finanzierungsplan und die Auftragsstelle. So, und jetzt sehen wir auch den Status dieses Antrags. Der ist jetzt vollständig. Und wenn wir jetzt zurück zu dem Hauptantrag gehen und weg von dem Zusatzformular, sehen wir hier jetzt auch einmal ein bisschen weiter unten die Zusatzformulare, den Status von diesem Zusatzformular. Da ist nämlich einmal der Status vollständig. Und jetzt weiß ich, ich habe den einen schon bearbeitet, jetzt muss ich nur noch den anderen bearbeiten. Das machen wir jetzt einfach auch nochmal im Hintergrund, dass wir nichts doppelt hier zeigen. Und füllen einmal den Antrag aus. Das geht jetzt auch relativ schnell. Diese Felder sind natürlich alle anpassbar, je nachdem, welche Art von Fördermittel hier beantragt wird. Und dann hatten wir vorhin noch über Feldvalidierung gesprochen. Das heißt, hier zum Beispiel haben wir eine Validierung drin auf der IBAN-Nummer. Und hier wird mir eben angezeigt, die IBAN-Nummer ist nicht richtig. Ich muss die nochmal überprüfen. Und wenn ich die hier dann aber dementsprechend einmal anpasse, kann ich das Ganze abspeichern. Und damit ist der Antrag bereit zur Einreichung. Damit taucht hier dieser Einreiche-Button auf. Und wir sehen hier auch, dass es in der Phase bereit zur Einreichung ist, dadurch, dass ich alle Felder ausgefüllt habe. Und kann diesen Antrag jetzt einreichen. Und damit sind wir auch eigentlich dann schon am Ende von der Sicht des von der Sicht des Antragstellers. Der kann hier jetzt noch das zum Signieren senden, beziehungsweise das automatisch signieren lassen, oder er kann es eben ausdrucken. Und jetzt gehen wir einmal auf die Ministeriums- und Bezirksregierungsseite. Das heißt, wir gehen ins Backend. Hier sitzen jetzt die Sachbearbeiter und das Ministerium und wollen diese Anträge bearbeiten und anschauen. Und hier sehen wir jetzt ein wunderschönes Dashboard im Salesforce-System. Hier sehen wir alle eingereichten Anträge der Plankrankenhäuser. Wir sehen alle eingereichten Anträge nach Hochschulkliniken. Also wir haben es gesplittet, weil eben auch im Fall NRW unterschiedliche Fördertöpfe da gewesen sind. Und man hat Echtzeit diese Daten. Das heißt, sobald etwas eingetragen wird, taucht das hier mit auf. Und kann halt hier vom Ministerium eingesehen werden, kann von den Sachbearbeitern eingesehen werden. Man kann auch in den Report selber reingehen, in den Bericht, indem man auf den Link unten klickt von dem jeweiligen Chart. Man sieht die Gesamtsumme relativ schnell auf einen Blick. Und das ist eben alles frei anpassbar. Das wurde auch im Laufe der Überprüfung immer noch mal wieder angepasst oder neue Berichte hinzugefügt, damit man da einen schöneren, besseren Überblick über die Datensätze hat.
Das ist zum Verwalten halt super, super wichtig. Und da kommen wir dann auch nochmal später drauf zurück, wenn wir in der Fragerunde sind. Auf der rechten und unten hatten wir auch nochmal sehr besonders wichtig für NRW. Dadurch, dass das das erste Mal war, dass eine Online-Plattform benutzt wurde, wollten wir auch sicherstellen, dass die Kunden diese Plattform auch nutzen. Und das haben wir eben da unten mit einem Report gemacht, wo wir geschaut haben, wer hat sich denn wann eingeloggt. Das kann man auch anonymisiert tun. Da müssen keine dann dementsprechend Namen in dem Sinne hinterstehen, aber dass man eben sieht, okay, wer könnte eventuell Hilfe gebrauchen, wo könnte es hapern, wo rufen wir vielleicht nochmal an, ob sie irgendwie Hilfe gebrauchen können. Hier in dem Assistenten sieht man auch auf der rechten Seite das St. Marienhospital. Da ist seit 30 Tagen überhaupt nichts passiert. Vielleicht rufen wir da einfach mal an, ob sie da irgendwie Unterstützung brauchen. Und dann kann ich hier als Sachbearbeiter meine aktuellen Datensätze sehen. Das heißt, ich kann hier direkt reinklicken. Das habe ich gestern schon bearbeitet, kann direkt in den Antrag reinklicken und bin dann jetzt hier im Antrag drin. Der ist bereit zur Einreichung, den haben wir ja gerade eben erstellt. Auf der anderen Seite, ich sehe hier, wie lange er schon in diesem Status verweilt und sehe eben genau die Daten und auch in der Aufteilung genau, wie es im Portal auch zu sehen ist, damit ich, falls der Kunde anruft, der Antragsteller auch eben da aussagekräftig bin und wir uns über dasselbe unterhalten. Wir haben hier auch die Zusatzformulare. Wir haben hier die Einzelbelege, die angehängt wurden. Wir haben hier die Dateien, die hochgeladen wurden, was wir im Hintergrund gemacht haben. Das heißt, wir können hier die Belege direkt qualitativ im System prüfen. Ist das der Testbeleg Nummer 3? Ja, ist er. Es ist kein Beleg, den wir einfach so gemacht haben, und kann damit diese Dateien freigeben und kann damit den Antrag freigeben. Ich sehe hier die Finanzierungspläne, die gespeicherten, und kann eben den Antrag dann dementsprechend fertigstellen, kann hier den Hauptantrag generieren und der wird dann auch automatisch an den Bund weitergeleitet. Das ist das, was wir hier dann sehen im Abschlussbericht. Genau, damit würde ich jetzt einmal dieses Video schließen. Das ist nämlich so, wie das Portal eben im dann Mai, Juni ausgesehen hat, als wir die Anträge angenommen haben, als das Portal eben live war für diese Antragsbearbeitung. Und seitdem haben wir nochmal ein paar Änderungen vorgenommen und da gucken wir jetzt spezifisch auf die Prüfung. So, und da muss ich jetzt einmal wechseln. So, da sind wir wieder im Portal. Es sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Wir haben dieses Mal das Grants Management Portal genommen. Wir haben hier einige Tabs hinzugefügt. Und besonders wichtig war uns, den SachbearbeiterInnen eben Hilfestellungen zu geben. Und da sehen wir einmal, dass wir neben den aktuellen Datensätzen eben einmal heutige Aufgaben, also ein Aufgabenfeld hinzugefügt haben. Das heißt, hier kann ich auswählen, meine heutigen Aufgaben, meine Aufgaben. Ich sehe hier die Due Dates von diesen Aufgaben, die Deadlines, und kann hier schön meine Arbeit strukturieren, kann sagen, wenn ich was erledigt habe, sehr einfach mit einem Klick, und kann auch einmal nochmal die Sicht ändern, zeige mir mal die letzten Aufgaben, die ich heute gemacht habe. Also das war für die Sachbearbeiter besonders wichtig, dass sie eben sich selbst und aber auch ihren Kollegen abgeschlossene Aufgaben geben konnten. Dann gehen wir einmal nach oben, hier sind die Aufgaben wieder, dann gehen wir einmal auf die Förderprogramme. Wir wollten das ausweiten, dass man eben nicht nur ein Förderprogramm hat einen Grund, sondern eben mehrere Förderprogramme erstellen kann, und das eben sehr, sehr einfach. Das heißt, hier haben wir jetzt mal, und das ist hier ein, das sind natürlich alles Beispieldaten und es ist ein Testsystem, in dem wir uns hier befinden. Das heißt, hier kann man sehr einfach ein neues Förderprogramm erstellen und hier neue Förderprogramme für Bildung und für Kommune und so weiter
erstellen und dann eben unterschiedliche Förderprogramme und Förderprozesse abbilden. So, wir gehen jetzt einmal in eines der Förderprogramme rein, das wir hier erstellt haben, das ist Digital Global, und gehen in eines der Förderprojekte, so heißen die Anträge sozusagen jetzt im Neuen bei uns. Man sieht hier den Status von den jeweiligen Förderprojekten, ob der Antrag eingereicht ist, ob der Bescheid schon versendet ist und so weiter. Und ich kann jetzt als Sachbearbeiter da hineingehen in diesen Antrag, kann hier nochmal, Sie sehen, der Aufbau ist sehr ähnlich, allerdings eben noch mit einigen Zusatzinformationen. Das heißt, wir haben die Hauptinformationen wieder oben gespeichert, wir haben die Detailansicht unten mit den ausgefüllten Feldern. Wenn man weiter runter geht, sieht man da auch nochmal den Kostenplan und den Finanzierungsplan. Dann haben wir separiert die Kostenposition, das heißt, hier kann man sehr schön sehen, welche Art von Kostenpositionen es sind, weil die Mittelabrufe später eben damit auch darauf aus ausgerichtet sind. Und dementsprechend sind die hier nochmal aufgeführt. Wir haben hier einmal alle Anlagen, sei es jetzt Dateianlagen, die hochgeladen wurden, oder spezifische Erklärungen für den Antrag, und da dementsprechend auch nochmal mit einem Status versehen. Und dann spulen wir mal einmal vor, gehen wir auf die Prüfberichte. Und das ist jetzt das Besondere an dem System, dass wir eben digitale Prüfberichte haben. Wir können hier einen neuen Prüfbericht erstellen auf der rechten Seite. Wir können hier auch nochmal Zuwendungsaufteilungen sehen, auf welches Jahr sozusagen diese Zuwendungen gemacht worden sind. Wir können eine Rolle für die Projekte angeben und wir können hier Aktivitäten festhalten. Das heißt, wir können wirklich dem Kunden aus dem System Aufgaben und Dinge protokollieren. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Jetzt gehen wir einmal auf den Prüfbericht selbst. Der hat hier jetzt nochmal ganz oben eine Statusleiste, nämlich diese formale finanztechnische, fachtechnische Prüfung. Und da sehen wir nochmal wichtigste Felder für den Sachbearbeiter in den jeweiligen Stufen. Also die sind auch immer pro Stufe nochmal anders aufgebaut, dass der Sachbearbeiter jeweils genau weiß, was er zu tun hat. Wir haben hier die Detailangaben, die vom Antrag her übernommen werden können und hier jetzt angepasst werden können, damit der Antrag auch in seiner Vollständigkeit original bleibt und nicht angepasst wird. Wir haben hier die Kosten- und Zuwendungsaufteilung vom Antrag nochmal separiert. Und dann haben wir auch nochmal die Möglichkeit, hier für die fachtechnische Prüfung, in diesem Fall war ein Gutachten nötig. Und dieses Gutachten war dann hier auch nochmal aufgeführt, wo dann die Sachbearbeiter jeweils immer ein Gutachten für einen Antrag erstellen mussten. Das heißt, das konnten sie hier alle schön digital im System. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Prüfbericht gehen, die Kommunikation, Daniel hat es vorhin angesprochen, wir können hier direkt mit dem Antragsteller Kontakt aufnehmen und eine E-Mail schreiben. Das heißt, wir, wenn wir Fragen haben, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt, wenn es irgendwelche Nachforderungen gibt vom Sachbearbeiterseite, kann im selben Fenster bleiben. Er sieht hier, wen er ansprechen muss, ob das jetzt eine Frage an den Projektleiter oder den gesetzlichen Vertreter ist, und kann hier eine E-Mail aus dem System rausschreiben. Kann hier auch ein neues Ereignis, ein Meeting festhalten, er kann einen Anruf protokollieren, einfach, dass man weiß, was denn als Aktivität auf diesem Prüfbericht passiert ist. Und ich kann auch hier das hier nutzen, um mit meinen Mitarbeitern, das heißt, es sind unterschiedliche Leute zwischen formaler, finanztechnischer und fachlicher Prüfung, da kann ich hier mit meinen Kollegen auch nochmal kommunizieren und Kommentare verfassen, die der Antragsteller nicht sieht, Kommentare an meine Kollegen. Genau, und damit gehen wir jetzt auch tatsächlich wieder zurück zur Präsentation. Das war das Ende der Videos. Und bleiben einfach mal auf diesem wunderschönen Bildschirm, weil das ist immer der, den die Leute am faszinierendsten finden, und auch der am meisten Effizienz reingebracht hat für dieses Projekt, eben diese Berichte und diese Echtzeitberichte
die keiner wirklich anfassen musste, sondern die sozusagen automatisch immer, je nachdem, was für Daten eingetragen werden, wurden, eben abgedatet wurde. Und damit gebe ich jetzt mal zurück und würde die Fragerunde eröffnen. Ganz herzlichen Dank, Frau Desai, dass Sie uns das Praxisbeispiel mal näher erläutert haben und im Laufe dieses Praxisbeispiels auch sehr, sehr viele Fragen provoziert haben, die ich jetzt gerne aufgreife. Ich versuche das ein bisschen zu clustern, weil es da teilweise auch so Überschneidungen gibt, beziehungsweise dass sich ganz gut clustern lässt. Eine Frage, die eigentlich auch kommen musste oder immer kommt, wenn man komplexe Sachverhalte mit einfachen Lösungen bekämpfen möchte, in Anführungszeichen, ist das Thema Customizing. Also hier wird gesagt, die Förderlandschaft ist bekanntlich sehr versatil, also beweglich und komplex. Das hatte uns Frau Drechsel ja auch eindrucksvoll geschildert, dass es da unterschiedliche Fördergeber gibt und so weiter und so fort. Das brauche ich jetzt gar nicht ausführen. Dies führt zu teils, heißt es hier, sehr unterschiedlichen Prozessen bei den diversen Förderprogrammen. Wie gelingt es ohne größeres Customizing, dieses über ein einheitliches, einfaches Fördermittelmanagement zu umzusetzen? So, Customizing 1, würde ich sagen. Customizing Frage 2, die würde ich direkt nochmal mitgeben. Wird das Customizing durch den Dienstleister oder durch die Behörde selbst vorgenommen? Und Customizing 3, woher weiß die Software, welche Felder im spezifischen Förderprogramm relevant sind bei der Sicht Kommune als Antragsteller? Wenn man das vorher customizen muss, so heißt es hier, ist das sehr aufwendig, da je nach Programm unterschiedliche Anforderungen bestehen. Oder weiß die Plattform, bei welchem Bundes-EU-Landesprogramm welche Felder relevant sind? Das sind jetzt mal so drei, die würde ich einfach mal wahrscheinlich zunächst mal Ihnen, Frau Desai, vorlegen, aber gerne auch offen für die Kommentierung durch die anderen Vertreterinnen und Vertreter in der Runde. Ja, sehr gerne. Also hierzu ist zu sagen, also dadurch, dass wir eben ein Baukastensystem nehmen mit Salesforce, ist es relativ einfach, auch komplexe Prozesse, und zwar unterschiedliche Prozesse, einfach zu customizen in dem Sinne. Und deswegen haben wir auch dieses Förderprogramm noch mit reingenommen, dass man eben ein übergreifendes Förderprogramm macht oder erstellt, wo man dann auswählt, welche Art von Förderantrag, um welche Art von Förderantrag es sich handelt und damit dann eben spezifische Förderprojekte, also spezifische Anträge dann dementsprechend sicherstellt. Das Customizing selbst von der Lösung erfolgt durch einen Implementierungspartner wie eben der Deloitte. Das heißt, das haben wir für NRW umgesetzt. Es ist aber so, dass immer mehr IT-Ressourcen auch innerhalb der Länder da sind und wir auch den Ländern oder den Kommunen oder wer auch immer diese Software benutzt, die Trainingsmöglichkeiten geben, das dann selbst zu administrieren. Das heißt, wenn dann Felder ausgetauscht werden müssen, wenn auf der Plattform, auf der Homepage noch irgendetwas hinzugefügt werden soll, wenn irgendein Hilfetext angepasst werden soll, wenn ein neues Förderprogramm erstellt werden soll, dass das eben ermöglicht wird den Kommunen und dem IT-Sektor von der Kommune, dass sie das eben selber machen können. Und generell ist die Plattform, sagen wir es mal so, keine Magie. Das heißt, die Plattform weiß nicht automatisch, welche Felder, was nötig ist und so weiter. Das muss eben in einem vorherigen Projekt mit einer Deloitte, mit einem Implementierungspartner eben einmal durchgeschaut werden, um zu schauen, okay, welche Prozesse gibt es denn? Wie strukturieren wir die am besten? Wie bilden wir die am besten digital aus? Und welches Felder sind in welchem oder welche PDFs in dem Sinne sind in welchem, ja, liegen welchem Antrag zugrunde? Und dementsprechend wird es dann angepasst einmal und er kann dann umgesetzt werden. Ich hoffe, das beantwortet ein paar der Fragen. Ich denke schon, möchte jemand ergänzen? Sonst würde ich direkt noch eine Frage nachreichen, die in dem Umfeld auch gestellt wurde. Gerne, Frau Drechsel.
Ich würde gerne mal darauf eingehen, wie der Prozess ja normalerweise ausschaut. Wir haben ja den Fördermittelrichtliniengeber, den Richtliniengeber an sich auf der einen Seite mit dem Fondsverwalter und so weiter. Dann haben wir die Bewilligungsauszahlungsbehörde, Prüfbehörde in der Mitte oder vielleicht auch noch drumherum und den Antragstellenden, den entsprechenden Fördermittelnehmer. Und wenn wir diese Palette mal so sehen, strickt sich das dann in diese eine Richtung auf. Wenn aber die Anträge eingepflegt werden, gestellt werden, wenn sie weitergeleitet werden, wenn die Gelder abgerufen werden, geht es in die andere Richtung. Das heißt, wir stellen sehr, sehr häufig fest in diesem Prozess, dass Vereinfachungen möglich sind, weil bestimmte Fördermittelrichtlinien ein bisschen kompliziert gestaltet sind in ihrer Auslegung. Momentan haben wir diese Schnittstelle von Land zu zum Beispiel umsetzender Behörde oder auch Antragstellen noch zu wenig ausgeprägt. Das heißt, wir sehen, dass sich jetzt diese andere Richtung, die zweite aufgezeigte, dadurch sehr verbessern kann. Komplexität nimmt also ab und es wird dadurch auch noch vereinfacht. Und das ist das Gute im gesamten Fördermittelprozess. Der wird auch einfacher. Ich würde vielleicht auch noch einen gerne ergänzen wollen, Herr Gerd. Also vielleicht zu der Frage des Customizings auch nochmal, das betrifft alle drei Unterfragen. Ja. Hier ist ja der Begriff Low-Code oder No-Code gefallen. Ich glaube, das ist wirklich ganz entscheidend, denn im Vergleich zu einem klassischen Fachverfahren gestaltet sich das Customizing hier sehr viel einfacher und schneller und auch aufwandsärmer. Also das Projekt, was hier vorgestellt wurde, das ist kein Großprojekt. Ja. Wir haben das ja in weniger als 3 Monaten mit dem Land NRW realisieren dürfen. Und das zeigt schon, dass da auch jetzt nicht ein riesen Aufwand hintersteht. Und insofern gestaltet sich sowohl, was das Customizing auf Seiten des Implementierungspartners angeht, als auch nachher dann die Fachadministration sehr einfach. Also man muss nicht coden, man muss nicht hart verdrahten sozusagen die Fachverfahren, sondern kann das mit Mausklicks gestalten, ja, und das erzeugt eben die Geschwindigkeit und Effizienz, die wir hier auch an dem einen Projektbeispiel aufgezeigt haben. Vielen Dank. Ich würde noch, weil wir gerade auch bei der Nutzung waren, noch eine Frage aufgreifen wollen, die so ein bisschen an dem Once-Only-Prinzip quasi andockt, was wir aus einem anderen Kontext kennen. Also erlaubt es die Lösung, dass man nicht wie bisher wiederholt mehrfach das Gleiche eingeben muss, sondern merkt sich die Lösung gewissermaßen eine gemachte Eingabe und wird dann im Fortlauf des Prozesses dann einfach, wie man das aus anderen Anwendungen der Privatwirtschaft erkennt, dann einfach schon mal vorher eingesetzt. Wie ist das mit der Nutzung? Die sind, glaube ich, auf Mute, Frau Desai. Sie müssen sich wieder. Genau. Bin ich denn jetzt zu hören? Oh. Ich wurde, glaube ich, von irgendjemandem gemutet. Genau, also dazu ist zu sagen, dass sich das System das merkt. Das heißt, wir haben alle Daten im System abgespeichert. Man kann sie auch in einer externen Datenbank, wenn man jetzt irgendwelche Masterdata-Systeme im Hintergrund hat, da gibt es auch sehr einfache Schnittstellen zu diesen Masterdatensystemen, dass man eben diese Masterdaten aus dem System rausziehen kann und in der Plattform zeigen kann. Und alles, was an Angabe gemacht wird, geht nicht im System verloren. Das heißt, deswegen hatten wir auch die Möglichkeit, eben die ganzen Krankenhausträgerdaten zum Beispiel in dem Formular schon vor auszufüllen, damit da keine Fehler passieren und keine Copy-Paste-Fehler und damit wir wissen, um welche Datensätze es sich handelt. Und außerdem, nachdem die Antragsteller diese ganzen Daten ausgefüllt haben und dann im Nachhinein die Sachbearbeiter gesagt haben und das Ministerium auch, wir bräuchten nochmal einen Report, um zu sehen, wie viele jetzt aus der Kommune in
Köln kam, wie viele von den Anträgen oder wie viele Anträge jetzt spezifisch von diesem einen Krankenhausträger kamen und so weiter. Und das waren halt alles Sachen, die wir im Laufe des Prozesses und erst später nach der Dateneingabe bekommen haben. Und dadurch, dass die Daten aber im System erfasst waren, konnten wir relativ einfach nur durch das Filtern der richtigen, durch das Setzen der richtigen Filter eben diese Berichte relativ schnell dann zeigen. Dankeschön. So, ich gucke mal, dass ich hier noch halbwegs eine Linie reinbekomme in die vielen Fragen, die Sie uns dankenswerterweise haben zukommen lassen. Also ich will mich da überhaupt nicht beschweren. Vielleicht räumen wir mal eine Verständnisfrage ab und da würde ich auch Sie, Herr Steiner, dann mal mit reinholen. Verstehe ich das richtig, heißt es hier, dass die Salesforce-Plattform ein Frontend im Internet ist und die Daten erfasst, plausibilisiert, an ein anderes Backoffice-System zur dortigen Bearbeitung übermittelt und dann von dort wieder Informationen zum Stand des Projektes erhält und in der Plattform visualisiert. Wie läuft das technisch? Wow. gute Frage. Ich hoffe, ich kann sie im richtigen Rahmen dann auch beantworten. Was tun wir? Letztendlich bieten wir als Salesforce den Service an. Der Service ist bei uns gehostet, wie eingangs gesagt, in den Rechenzentren in Frankfurt. Das heißt, alles, was an Datenverarbeitung passiert, passiert auch da, beziehungsweise bei dem Kunden on-site, wenn es darum geht, auch On-Premise-Lösungen mit zu integrieren, sei es schon bestehende Fachverfahren oder bestehende Prozesse, Datenbanken etc. pp. Das Frontend, so platt das klingt, das ist einfach ein Browser. Darüber werden sie sich authentifizieren und unseren Service dann quasi in unseren Rechenzentren dann ansprechen. Und wie gesagt, die ganze Datenverarbeitung und das Processing von den Daten, das passiert bei uns im Rechenzentrum statt, beziehungsweise wir holen uns die Daten vom Frontend, also sprich vom User, vom Mitarbeiter oder vom Antragsteller, über Internet, über Terminal Stations, wenn Sie wollen, genauso gut wie auch mobile Applikationen, sei das Smartphone. Und wenn Sie Daten haben in Ihren Rechenzentren, dann können wir die natürlich gerne auch mit konnektieren. Ich hoffe, das beantwortet soweit die Frage. Vielleicht kann ich hier nochmal ein... Feuer frei, gerne. Feuer frei, genau, einmal nur, also weil ich vom Backend und vom Frontend geredet habe und wir jetzt sozusagen auf zwei unterschiedliche Plattformen geschaut haben, einmal auf die Plattform der Antragsteller und einmal auf die Plattform der Sachbearbeiter. Es handelt sich hierbei eigentlich um dieselbe Plattform, das heißt, es ist derselbe Service, nur eben von unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet. Darum wird auch eben die ganze Prozessabbildung, das Data Repository, das wird alles in der Cloud bei Salesforce, in dann dementsprechend dem Frankfurter Rechenzentrum liegen und kann aber angebunden werden an Drittsysteme und Masterdatensysteme. Das war der Punkt, den ich einfach mal hervorheben wollte. Also im Grunde per se ist die Lösung, die wir hier vorgestellt haben, ein Ende-zu-Ende-System, sagt man ja auch. Das heißt, es schließt Frontend und Backend integriert ein, ja, und wird aus der Cloud heraus genutzt. Beim OZG kennen wir oft die Architektur, dass wir ein Portal haben und dann findet eine Kommunikation statt in nachgelagerte Fachverfahren. Das können auch unterschiedliche Fachverfahren sein. Wenn man sich das jetzt vorstellt, das ist durchaus auch möglich, zu realisieren über die Integrationskomponente, die Frau Desai angesprochen hat. Das heißt, man kann durchaus sagen, wir wählen eine Architektur, in dem die Salesforce-Komponente nur einen Teil abdeckt, meinetwegen nur das Frontend. Und eine Bearbeitung in den Fachverfahren findet nachgelagert in einem anderen System statt. Dann wird das über Schnittstellen angebunden. Wir haben ja auch in dem Praxisbeispiel, was wir hier gesehen haben, das Bundesportal, was wir über die Integrationsschicht angebunden haben. Ja. Aber von Hause aus sozusagen kommt erstmal eine Ende-zu-Ende-Lösung, indem ich sowohl Frontend als auch Backend integriert abbilden kann, was natürlich auch sehr hohe Effizienzgewinne mit sich bringt. Ja. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich würde mal eine Frage aufgreifen, die verständlicherweise auch schon sehr früh auftauchte, jetzt chronologisch betrachtet. Und das ist die Frage nach dem Kosten. Also wie ist das Preismodell, das dahinter steht? Also es verlangt jetzt keiner hier eine Eurozahl
bis hinter das Komma. Aber wie ist das Kostenmodell respektive das Preismodell, das sich dahinter verbirgt, hinter dem Angebot? Können Sie da ein bisschen in groben Zügen was zu sagen? Kann ich gar nicht dann übernehmen, weil natürlich geht es zum einen um die Salesforce-Lizenzen. Das sind wir, glaube ich, sehr traditionell und klassisch unterwegs. Das heißt, es wird sich nach Anzahl User einfach richten. Sie hatten es ja gesehen in meinen Ausführungen, dass wir da schon ein relativ großes Lösungsangebot haben und auch ein relativ großes Portfolio. Die meisten davon sind wirklich userabhängig, aber auch da, was die User-Anzahl angeht, da gibt es unterschiedliche Ausbaustufen, ob das jetzt ein Power-User oder Concurrent-User. Von daher ist die Frage tatsächlich pauschal zu beantworten relativ schwierig, aber primär geht es nach Usern. Das ist mal die eine Antwort dazu. Und was natürlich den Leistungsumfang der möglichen Implementierung oder Umsetzung angeht, da ist es in der Regel in Statement of Work. Das heißt, die Dienstleistung wird einfach bedarfsgerecht abgerechnet und beziehungsweise in Rechnung gestellt. Also diese zwei Komponenten gibt es da. Ich denke, was bei unserer Seite nochmal ein wichtiger Punkt ist, wenn wir immer von Services sprechen, dann ist es natürlich ein ganzheitlicher Service. Das heißt, dann ist auch die Laufzeit ein Faktor. Ein Service wird immer über eine Laufzeit abgeschlossen, also das Nutzungsrecht verbleibt bei uns, sondern ja, die Laufzeit ist hier entscheidend und da sind natürlich alle Komponenten mit dabei, die Sie dann in Anspruch nehmen können, inklusive auch Service- bzw. Support-Komponenten sind dann für diesen abgeschlossenen Zeitraum dann natürlich komplett mit enthalten. Vielen Dank. Ja, für den Implementierungspart kann ich das auch nochmal aufnehmen. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt. Also ich bin seit 2005 im und für den öffentlichen Sektor tätig. Mein erstes Projekt war die Einführung der E-Akte. Ja. Und ich sage es jetzt mal so, ich bin, was Implementierungsaufwand und auch Zeiten angeht, da etwas leid geplagt und auch ein Stück weit genervt davon, wenn man das so sagen kann. Hier haben wir wesentlich weniger Implementierungsaufwand und eine wesentlich höhere Geschwindigkeit. Und das macht sich natürlich auch in den Kosten bemerkbar. Also für uns ist das vielleicht kaufmännisch gar nicht so attraktiv. Wir würden ja eher von großen Volumina profitieren. Aber hier reden wir wirklich von, ich sag mal so, Speedboat-Projekt. Ja, es ist sehr schnell und mit geringem Aufwand ein solches Portal realisierbar. Ja, und da reden wir von mit einem ersten Anwendungsfall von sicherlich unter 100 Personentagen. Vielen Dank. Dann würde ich noch eine Frage mal aufgreifen, die ist ganz interessant. Also geht die Plattform auch in die andere Richtung? Also wenn man selbst nicht der Fördermittelgeber ist, denn jedes Förderprogramm verlangt ja andere Unterlagen, also quasi als Tool, um halt den Dschungel zu durchdringen oder einzuhegen gewissermaßen, dass man da quasi mal das Ganze vom Kopf auf die Füße stellt oder umgekehrt. Wäre das denkbar? Also so ein Fördermittel-Monitoring sozusagen, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Ja, so wäre das genau, so verstehe ich das auch. Ja, also das ist jetzt hier in dem konkreten Anwendungsfall nicht möglich, aber als, oder nicht Bestandteil, aber als Deloitte haben wir dafür auch entsprechende Instrumente. Ja. Das ist das, was ja auch Frau Drechsel angesprochen hatte eingangs, dass wir dann auch Antragsteller oder eben, Antragsteller, potenzielle Antragsteller daran unterstützen, die richtigen Antragsförderprogramme zu identifizieren. Und da nutzen wir auch entsprechende Instrumente für. Vielen Dank. Hier wird es schon sehr konkret. Also die letzte Frage, die greife ich direkt mal auf. Also gibt es auch so eine Art Testversion, also die Möglichkeit, dass das Ganze, die Plattform über einen kurzen Zeitraum mit eigenen Geschäftsvorfällen einfach mal zu testen und zu gucken, ist das das, was unseren Erwartungen entspricht oder muss man da die Katze im Sack kaufen? Da kann ich sagen, mit meinen eigenen Worten. Da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz was zu sagen und Daniel, dann übergebe ich auch an dich. Aber generell gibt es die Möglichkeit, das heißt Salesforce können Sie heute noch einmal sich einloggen und sich eben einmal diese Live-Plattform anschauen.
Das geht immer. Und was wir auch anbieten und was wir jetzt auch in der Vergangenheit sehr oft gemacht haben, sind kleinere Workshops, die auch relativ kostengünstig sind, wo man dann eben einmal reingeht und schaut, okay, was ist denn der Förderprozess, wie könnte man den theoretisch abbilden, was ist das Datenmodell, was wir dann eben implementieren würden, welches spezifische Salesforce-Produkt brauchen Sie dann? Also das machen wir und das machen wir auch mittlerweile mit anderen Bundesländern und anderen Kommunen, wo wir eben reingehen und eben mal einen kurzen Aufschlag machen in Form eines Workshops, um eben einmal zu überprüfen, ob das Sinn macht oder nicht in dem Fall. Absolut. Da würde ich gerne direkt dran anschließen. Ja, grundsätzlich gibt es immer die Möglichkeit, Demo-Lizenzen auch zur Verfügung zu stellen. Wir tun das auch sehr gerne. Wir tun es aber nur dann, wie Frau Desai auch angesprochen hat, wenn wir das in irgendeiner Form inhaltlich begleiten können. Weil ich sage mal, nur Demo-Lizenzen zur Verfügung zu stellen und den Kunden damit in Anführungsstrichen alleine zu lassen, das ist in der Regel nicht zielführend, sondern wir wollen es immer begleitet wissen, um wirklich zu gucken, was hat der Kunde letztendlich vor, wo liegen die Schwerpunkte, was soll eigentlich am Ende des Tages dann auch die Zielsetzung sein. Und das mit relativ geringem Aufwand gerne begleitet, dann sind wir da jederzeit bereit, auch die Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, bei uns im Proof of Concept, und das gehen wir sehr gerne, ist auch aus meiner oder aus unserer Sicht, ich spreche jetzt einfach mal für alle, ein sehr adäquates Mittel, um einfach auch genau solche Fragen nochmal wirklich dann zu stellen. Und viele Fragen kommen erstmal hoch, wenn man sich auch wirklich mal mit dem System beschäftigt hat. Aber es muss natürlich immer professionell begleitet werden, dass man auch wirklich jemand an der Seite hat, die den entsprechenden Fragen dann auch wirklich beantworten kann und auch Best-Practice-Empfehlungen immer geben kann. Denn viele Projekte leben auch davon, zu wissen, wie es nicht funktioniert und genau dieses Wissen dann auch im Rahmen von einem Proof of Concept den Kunden dort draußen auch wirklich weiterzugeben. Vielen Dank. Ich würde mir jetzt mal das Recht rausnehmen, eine eigene Frage zu stellen, weil es mich auch interessiert. Und zwar an Frau Drechsel. Wir sprechen jetzt im Kontext E-Government, das können Sie dann, Herr Dennis, natürlich auch beantworten. Wir sprechen im Kontext E-Government auch immer von der Digitaltauglichkeit von Gesetzen. Inwiefern müssten wir bei der Digitaltauglichkeit von Förderrichtlinien, Förderprogrammen, etc. da auch besser werden, dass man nicht direkt, also dass man die Komplexität an der Stelle schon abräumt, beziehungsweise die Rechtsetzung, die Normsetzung dann so auf die Spur bringt, dass es halt auch einfach in entsprechenden Plattformen wie Salesforce oder anderen umsetzbar ist, um dort dann auch ja nicht erst Komplexität aufzubauen, die wir dann wieder runterbrechen müssen, um es am Ende noch irgendwie erträglich oder handelbar zu gestalten. Sie haben in Ihrer Frage ja bereits die Antwort versteckt. Das ist ja genau die Forderung, die ja an ganz vielerlei Stelle schon gekommen ist. Es soll ja künftig generell so sein, dass egal welche Gesetze da kommen, dazu gehören auch Förderprogramme, ob EU, Bund, Land, dass diese einmal auf Digitaltauglichkeit und auch auf Nachhaltigkeit hingeprüft werden sollen. Das heißt, ich kann gar nicht mehr als Gesetzes- oder Richtliniengeber so einfach diese beiden Dinge an mir vorbeiziehen lassen. Ich muss begründen, wie sie zusammenhängen können mit meiner Tätigkeit oder eben mit der dann antragstellenden Personen. Und da sind wir nochmal gespannt, wie es dann umgesetzt wird. Wir werden es nächstes Jahr 2022 dann sehen. Da kommen dann die ersten EU-Programme vom mehrjährigen Finanzrahmen sozusagen in unsere Förderlandschaft hineingeschneit. Und dann bedeutet es ganz klassisch, ich muss als Land, als Bund, als Kommune dann liefern, beziehungsweise darf auch abliefern, ne? Also man muss es ja auch mal positiv sehen, was es dann für uns als Vorteile auch mitbringt in der Gesamtheit, wie unsere gemeinsamen Ziele sind. Gut, wenn das kein anderer kommentieren will, dann nehme ich das so hin. Ja, in der Tat, ich habe die Antwort auch ein bisschen provoziert, mea culpa, weil es natürlich auch irgendwo auf der Hand liegt. Machen wir vielleicht noch eine Abschlussfrage mit Blick auf die Uhr, die ich hier noch irgendwo gesehen habe. Aber die haben wir im Prinzip schon teilweise mit beantwortet. Ich würde sie vielleicht nochmal ganz schnell, damit sich da auch alle abgeholt fühlen, nochmal zwei Fragen an Frau Desai bzw. Herrn Steiner geben. Also wo wird das NRW-Portal, also das Portal zu den NRW-Fördergeldern, also Ihr Praxisbeispiel, wo wird das gehostet? Also wenn ich das richtig verstanden habe, läuft das dann alles über Salesforce Rechenzentrum in Frankfurt. Ist das richtig so? Ja, ne? Das ist korrekt, gut. Ja.
Sehr schön. Welche Lösung gibt es für die Anbindung an den Bundeshaushalt? Kann man dazu was sagen? Ich glaube in der Runde heute nicht. Ich weiß, also generell Anbindungen sind sehr schnell zu tun. Deswegen haben wir auch, also es gibt sozusagen eine bestimmte, ja, rein technische, von Salesforce kreierte Schicht, sagen wir es mal so, wo man mit sehr vielen anderen Systemen sehr einfach Konnektoren herstellen kann. Deswegen haben wir es auch innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen waren es, inklusive Testen, die Schnittstelle zum Bundesportal gebaut. Und wenn eben das andere System, also eben zum Beispiel, wenn das Bundeshaushaltsportal so weit ist, dass es auch Schnittstellen mit anbietet und eben auf deren Seite dann eben die Maßnahmen da sind, dass es eben umgesetzt werden kann, dann kann das auch angebunden werden mit Salesforce. Aber dafür müsste man jetzt mal gucken, wie weit das Portal vom von denen ist, sozusagen auf der anderen Seite. Das ist im Prinzip die perfekte Antwort. Genau. Also wenn wir wissen, wo die Daten sind, wenn wir die Schnittstelle dazu haben und der dritte Aspekt, wenn wir auch die Daten dann darauf zugreifen dürfen, dann sind wir in der Lage. Aber wenn diese 3 Punkte müssen entsprechend positiv beantwortet sein. Also, um noch eine Frage aufzugreifen, gäbe es auch die Möglichkeit, über eine Schnittstelle andere Softwarelösungen wie zum Beispiel das Finanzmanagement von SAP anzubinden? Verstehe ich das richtig? Ja, gut. Ja. Dann tatsächlich in Deutschland auch das Hauptmaster-Datensystem, was wir anbinden. Also SAP-Schnittstellen gibt es ganz, ganz, ganz viele, machen wir bei fast allen deutschen Projekten, um eben das SAP, die SAP-Daten mit anzubinden an das System. Bitte. Da noch kurz ergänzt, weil das Thema Schnittstellen und andere Applikationen echt ein Thema ist. Vielleicht nochmal grundsätzlich, Salesforce, unsere Plattform ist da sehr offen. Also wie ich eingangs auch gesagt habe, wir betrachten Prozesse oder Fachverfahren wirklich end-to-end, auch was der Felix vorher schon gesagt hat. Und da in diesem Prozess ist es immer wichtig und immer auch notwendig, andere Daten, andere Dokumente einfach mit zu integrieren. Die Frage ist einfach, wo liegen die Daten und wie können wir die ansprechen? Also ist es uns erlaubt, auch diese Daten anzubinden? Grundsätzlich können wir das machen. Das ist auch eine extrem wichtige Komponente im Rahmen von der Digitalisierung. Und das ist auch wirklich einer unserer Schwerpunkte, zu sagen, wir bewegen uns nicht nur in unserer Plattform, sondern auch mit bestehenden Applikationen, mit bestehenden Fachverfahren, mit bestehenden Datenbanken, welcher Natur auch immer, mit zu agieren, zu kommunizieren und die Daten rauszuholen und aber auch wieder reinzuschreiben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente in unserer Strategie, was Digitalisierung angeht und damit auch eine ganz, ganz wichtige Komponente in unserer Plattform. Vielleicht noch ergänzend dazu, das ist eine technische Frage, da haben wir jetzt eine mehr oder weniger einfache Antwort. Also es gibt eine starke Integrationskomponente, die sowas ermöglicht. Das hat aber auch eine fachliche Perspektive. Und zu der Frage, ob dieses Portal an den Bundeshaushalt angebunden werden kann, würde ich genau die aufwerfen. Also das muss man natürlich auch immer fachlich beleuchten, in welchem Stadion, an welcher Stelle da eine Anbindung dann stattfindet. Jetzt hier in dem Fall einer Landeslösung für Fördermittelmanagement an den Bundeshaushalt. So, ne, das muss man halt genau dann, glaube ich, im Einzelfall auch prüfen. Wie sehen die fachlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen dann aus? Ne? Aber technisch ist hier sehr, sehr viel möglich. Vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt hier quasi den Deckel an der Stelle mal so langsam drauf machen. Ich darf ganz herzlich danken für die Präsentationen und für die Diskussion. Ich denke, meine Damen und Herren, Ihnen natürlich auch ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen. Das darf hier nicht unter den Tisch fallen. Ich denke, Sie haben einen guten Eindruck davon bekommen, erstmal in was für einem Umfeld man sich bewegt, wenn man über Fördermittelmanagement redet, nämlich in einem durchaus komplexen. Das wussten Sie vermutlich auch schon vorher. Das ist dafür relativ niedrigschwellig zu umzusetzende Antworten
gibt auf die Herausforderung. Das haben Sie gesehen. Da ist sicherlich noch mehr möglich. Wir haben ein Praxisbeispiel gesehen. Es gibt sicherlich noch mehrere Behörden, bei denen das heute auch schon zum Einsatz kommt. Aber da ist sicherlich die Messe auch noch nicht gelesen und da ist die Entwicklung wahrscheinlich noch relativ am Anfang. Umso schöner ist es, dass wir die dann auch weiterhin verfolgen können, gemeinschaftlich gerne auch mit dieser Runde und auch mit Ihnen. Ich darf mich ganz herzlich bei Frau Drechsel, bei Frau Desai und den Herren Steiner und Dinnissen bedanken für Ihre Ausführungen. Wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das darf man am 3. Dezember dann auch schon mal sagen. Und freue mich, Sie an dieser Stelle oder an anderer bald wiederzusehen. Sie, meine Damen und Herren, noch der Hinweis, das Ganze wurde aufgezeichnet und steht im Nachgang auch in unserer Mediathek von Digitaler Staat Online zur Verfügung, falls Sie sich das eine oder andere, die eine oder andere Sequenz nochmal genauer angucken mögen. Ganz herzlichen Dank und zur Abmoderation gebe ich jetzt nochmal zurück in unser virtuelles Studio. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Guido, für die Moderation und vielen Dank in die Runde für diesen interessanten Input. Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie wie immer auf www.digitaler-staat.online. Ich freue mich darauf, Sie bald wieder bei uns zu begrüßen. Bis dahin, machen Sie es gut.